zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Kainz. Danke, Herr Präsident, Frau Rechnungshofpräsidentin, geschätzte Kollegen. Wir in Österreich haben das Glück, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern unser Trinkwasser fast zur Gänze aus den geschützten Grundwasservorkommen beziehen können. Die Wasserwerke bereiten unser Trinkwasser auf und stellen sicher, dass keine gefährlichen Stoffe oder Fremdstoffe in unserem Trinkwasser vorkommen. In diesem Zusammenhang kommt auch den Siedlungswassergenossenschaft eine bedeutende Rolle zu. Diese organisiert den Umgang mit Trinkwasser, Abwasser, Niederschlagswasser im Umfeld von Siedlungen. Der Rechnungshof hat von April bis September 2019 die Förderungen und Zweckzuschüsse im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft überprüft. Der Überprüfungszeitraum waren die Jahre 2014 bis 2018. Einerseits gab es Bundesförderungen und andererseits gab es auch wieder Landesförderungen auf Basis des Umweltfördergesetzes. Die in den Förderrichtlinien festgesetzten Ziele waren, Wasser vor Verunreinigung zu schützen, die Versorgung der Bevölkerung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu gewährleisten und einen sparsamen Umgang mit Wasser von Wasser sicherzustellen. Unsere Trinkwasserleitungen wurden großteils vor den 1980er Jahren errichtet und es ist also jedem von uns klar, dass hier Sanierungs- oder Austauscharbeiten notwendigst sind. In den 90er Jahren beliefen sich die Förderungen auf Basis des Umweltfördergesetzes noch auf durchschnittlich rund 283 Millionen Euro. Im Jahr 2018 waren es aber dann nur noch rund 80 Millionen Euro. Das ist drastisch gesagt um rund 200 Millionen Euro pro Jahr weniger. Durch die starke Reduzierung der Förderungen gingen auch die Investitionen in die Infrastruktur der Siedlungswasserwirtschaft stark zurück. Davon waren besonders, wie der Rechnungshof feststellte, die Jahre 2014 bis 2018 betroffen, wo in der Abwasserbeseitigung nur 0,1% und in der Trinkwasserversorgung nur 0,3% des Gesamtnetzes saniert wurden. Für den Werterhalt war jedoch eine durchschnittliche Sanierung von mindestens 2% notwendig. Meine Damen und Herren, es ist also augenscheinlich, dass die Wasserwirtschaft im letzten Jahrzehnt heruntergewirtschaftet wurde. Der Rechnungshof empfiehlt dem Finanz- und dem Landwirtschaftsministerium daher, dass bei der Vergabe der Förderungen auch gleich gezielte Anreize gesetzt werden müssen, damit die jeweiligen Betreiber auch die Anlagen mit den notwendigen Sanierungs- und Erhaltungsarbeiten tatsächlich zeitnah umsetzen. Dem kann ich nur zustimmen und ich hoffe, dass die türkis-grüne Bundesregierung endlich erkennt, wie wichtig die Wasserversorgung für jeden einzelnen Österreicher ist und sollte nicht vernachlässigt werden.